Moin Leute und herzlich willkommen bei LAAS, wunderbare Welt der Geschichte. Ich bin Lars und ich zeige euch heute, wie man Archivalien verpackt. Bevor wir mit dem Verpacken anfangen, zeige ich euch einmal, mit welchen Sachen ihr euch darauf vorbereiten müsst. Nämlich erstens Nitrilhandschuhe oder Stoffhandschuhe. Die tragt ihr, um euch zu schützen vor Schnitten an Papier, wo dann Tetanus reinkommt oder so. Oder auch, um euch vor Schimmelsporen, die eventuell noch an altem Papier anhaften, zu schützen. Und ihr tragt die aber auch, um das Papier vor euch zu schützen. Ihr habt nämlich schwitzige Hände in der Regel, ihr habt ein bisschen Fett an den Händen, Talg aus den Hautporen. Und wenn das ans Papier kommt, dann schadet das dem Papier. Und deswegen solltet ihr die Nitrilhandschuhe beim Verpacken tragen. Zweitens, ein Entklammergerät. Das braucht ihr, um Metallklammern aus dem Papier zu entfernen, denn wenn dieses Papier geklammert ist, dann kann es früher oder später passieren, dass die Klammern rosten und wenn der Rost ins Papier kommt, dann ist das nicht so gut. Das schadet dem Papier auch. Drittens, weicher Radiergummi und weicher Bleistift. Das braucht ihr, um die Inventarnummern auf dem Papier aufzutragen und wenn ihr euch mal verschreibt, das wieder wegzuradieren. Und viertens eine Jurismappe, DIN A4, in die legt ihr nachher die entmetallisierten und beschrifteten Archivalien rein, beschriftet die Mappe und legt die Mappe in einem Karton ab. So, der erste Arbeitsschritt beim Verpacken ist immer das Entmaterialisieren. Das heißt, ich entferne jetzt alle Büroklammern und Heftklammern, die in den Noten noch drin sind. Das mache ich hier mit so einem Entklammergerät. Das ist eine ziemlich einfache Aufgabe. Ich setze hier das Klammergerät an und entklammere das eben so, wie man das im Büro auch machen würde. So, nachdem wir das alles entklammert haben, müssen wir jetzt die Inventarnummern auf die Archivalien auftragen. Das macht man immer entweder, wenn man Einzelblätter hat, wie dieses hier, einmal auf der Rückseite und dann unten links hierhin. Oder wenn man ganze Hefte hat, irgendwelche Broschüren oder so, dann nimmt man die Titelseite, klappt sie auf und schreibt es wieder unten links auf die Innenseite der Titelseite. Nachdem wir jetzt alle Archivalien erfolgreich beschriftet haben, klappen wir jetzt nur noch die Falze hoch, klicken Sie einmal um und dann haben wir hier fertig verpackte Archivalien. So, und jetzt ganz zum Schluss kommt noch oben auf die Mappe eine Übersicht drauf, welche Signaturen in dieser Mappe enthalten sind. Die tragen wir jetzt hier mit Bleistift auch auf und dann ist das Ding wirklich fertig zum Ablegen im Karton. Und wenn dann der Karton voll ist, kommt der Karton ins Regal und wird dann dort aufbewahrt. Das war's für heute. Danke, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr Fragen zum Video habt, zum Beispiel zu den Archivalien, die ich gerade verpackt habe, dann schreibt sie gerne in die Kommentare.
Und wenn euch meine Inhalte grundsätzlich gefallen, lasst ein Abo da. Alles hilft dem Kanal weiter. In diesem Sinne, bis dann!